Seid begrüßt zu einer neuen Folge von Mass Effect 3. Ja, wir sind hier auf der Normandy fertig und wollen doch jetzt wieder mal hinaus in die Galaxis, um ein paar Aufträge auch auszuführen, die wir bekommen haben. Gibt's was Neues? Commander? Nein? Okay. Dann mal auf zur Karte. Wie sieht's denn aus? Mit Surcash sind wir fertig. Treibstoff haben wir getankt. Das heißt, wir können zum Massenportal. Gut, hier haben wir die kroganische DMZ. Da müssen wir die Torianischen Überlebenden exfiltrieren, Cerberus und die Cerberus Präsenz untersuchen. Da haben wir noch eine Quest mit den vermissten Kundschaftern nachgehen. Top 42 gehen, das war das alles, okay. Die sind auch alle fertig hier. Serpennebel ist klar, das ist auch klar. Anosbecken, der Pferdekopfnebel, der ist auch anscheinend neu. Exodus Cluster, Petra, Minenest. Okay, Gemi Sigma ist auch anscheinend neu. Jetzt muss ich doch mal noch mal ganz kurz nachschauen. Was hatten wir denn alles so? Also Siddharta ist klar, das ist klar. Benning Beweise. Können wir anscheinend noch nicht machen. Aha, badam, badam, badam. Das sind alles so Sachen, wo wir suchen müssen, das ist klar. Siddharta, das ist die Hauptmission. Tuchanka, Torianischer Zug, ist klar, das ist auch auf Tuchanka. Das ist wahrscheinlich das Team, wo wir vermisst haben, okay. Und wo ist das? Ah, das ist, glaube ich, auch auf Tuchanka, oder? Ja, N7, Cerberus-Angriff ist auch auf Tuchanka. Gut, jetzt ist die Frage, wo gehen wir als erstes hin? Ich hätte eigentlich sogar gesagt, wir machen erstmal diesen Cerberus-Angriff als erstes. Beziehungsweise, dann gehen wir wahrscheinlich zur Atrika Traverse. Oder wir scannen erst einmal ein wenig. Nee, wir gehen zur Atrika Traverse und schauen, was mit diesen verschwundenen Wissenschaftler ist. Vielleicht müssen wir da ja helfen. Das ist dann hier im Ninmar Cluster. Dann hätte ich gesagt, machen wir zuerst das hier. Okay. Das ist da, wo wir wahrscheinlich hin müssen, oder? Brauche ich Posten X19? Nee, noch nicht mal. Was ist denn das dann genau? Okay. Können wir eigentlich noch nichts machen? Ja, ich weiß, das war jetzt blöd. Wir gehen wahrscheinlich erstmal ins nächste Gebiet rein. So, wir gehen erstmal hierher. Um das andere System kümmern wir uns gleich. Wobei es hier scheinbar nichts zu scannen gibt. Oh, was ist das da? Kann ich das nicht scannen? Gibt's hier nichts? Das sieht nicht danach aus. Naja, gut. Das heißt, wir haben hier wirklich nur Otoka, die vermissten Kundschafter nachgehen. Sonst haben wir hier nichts, wie es aussieht. Und im anderen Gebiet haben wir doch noch was zu scannen, je nachdem. Naja, gut, das sehen wir dann gleich. Dann würde ich mal sagen, landen wir doch hier. Gut, Garrus kommt mit und Edi kommt mit. Auswahl annehmen. Ja, das passt. Hier brauchen wir jetzt gerade nichts. Sollen wir bei dir nicht auch die Skorpion nehmen? Da du ja noch eine zweite hast, hätte ich gesagt, ich nehme da auch die Skorpion.
mit mehr Schaden und mit Gewicht. Gut. Haben wir da irgendwie was Neues? Kapazität. Ne, das lassen wir auch so. Okay, das passt. Garrus. Da haben wir, glaube ich, nicht wirklich was Neues. Okay, dann passt die Sache so. So, 4 Punkte. Für gepanzerte Munition. Überlastung haben wir ja fertig. Panzerung. Annäherungsmine. Ne, das ist blöd. Betäubungsschuss. Effektiv gegen Barrieren. Und das gegen Panzerung wieder. Wobei gegen Panzerung sind wir ja selber ganz gut drin. Aber gegen Barrieren glaube ich auch. Weißt du was? Dann geben wir ihnen auch noch das hier. 1 Punkt drauf. So. Edem haben wir verbrennen. Das ist immer gut. Gesundheit und Schaden. Überlastung, Schilde, Barrieren. Panzerung. Langsam Kraftbenutzung. Täuschkörper. Ach, das war das, was wir letztens gesehen haben. Dann hätte ich vielleicht sogar gesagt, geben wir ihr entweder auch Überlastung oder dann auch Verbrennung. Ist eine gute Frage. Dabei, nee, das lassen wir mal. Da gehen wir auch auf, komplett auf Überlastung. Obwohl, Garrus ist schon ziemlich gut auf Überlastung. Gehen wir auf Verbrennen. Gehen wir doch den Punkt hier auf Verbrennen. Schaden, Wirkungsradius. Mach mal Schaden. So. Gut. Dann wollen wir doch mal landen. Gibt's Neuigkeiten, Shepard? Unsere Verstärkung wartet am Zielpunkt auf uns. Kompanie Aralak, kroganische Eliteeinheit. Korrekt. Das ist eine sehr erfahrene Truppe. Sie wurden bekannt durch eine Aktion, bei der sie eine Kolonie vor batarianischen Piraten gerettet haben. Okay. Hört sich gut an. Jedenfalls hat man nichts mehr von einem Team kroganischer Kundschafter gehört, seit sie durch das Rachni-Portal gingen. Es gibt viele Gründe für eine Störung der Kommunikation mit den Kundschaftern. Wir wissen nicht viel, aber es wurden keine Rachni-Aktivitäten gemeldet. Es sollte nicht mal Gerüchte geben. Sie haben die letzte Rachni-Königin nur unter der Bedingung gehen lassen, dass sie für immer verschwindet. Sie würde nicht durch so einen Krieg die Ausrottung ihrer Spezies riskieren. Eigentlich nicht. Rechnen Sie einfach mit allem. Das ist es, was mir seltsam vorkommt. Ja, das Shuttle ist eingetroffen. Bewegung, Team 2. Wer was entdeckt, macht Meldung. Oh, den kennen wir. Grunt? Shepard? Was machen Sie denn hier? Das gleiche könnte ich Sie auch fragen. Haben diese Trottel Sie nicht eingesperrt? Doch, man wollte die Batarianer von mir fernhalten. Es sollte während der Kriegsvorbereitungen keine Probleme mit dem Rat geben. Die Lage hat sich geändert. Ja, Sie haben wichtigere Probleme, das stimmt. Deshalb befehlige ich hier draußen die Kompanie Aralak. Sie sind hart, halten sich für unbesiegbar, rücksichtslos, aber effektiv. Ja, was ist denn geschehen so alles? Das klingt vertraut, Grunt. Wie haben Sie es vom Neuling ohne Erfahrung zum eigenen Kommando gebracht? War nicht einfach. Rex brauchte für die Kompanie Aralak einen Anführer, der die Zukunft unserer Spezies repräsentiert. Dank Ihnen habe ich meinen Initiationsritus auf Tuchanka abgelegt und wurde Teil des Erdnut-Clans. Ich war gleichberechtigt. Als Stärkster wurde ich ausgewählt, diese ehrenvolle Kompanie anzuführen. Ja, okay. Es gefiel sicher nicht allen, dass eine Tankzüchtung das Kommando bekommt. Ich habe mir meinen Platz mit Namen verdient. Diese Kroganer respektieren mich. Ich find's schön, dass er wieder da ist. Sie waren eine Nervensäge, aber wenn Ihre Kroganer nur halb so gut sind wie Sie, schaffen wir es auch hier raus. Ha, gut, dass Sie da sind und beim Schädelspalten helfen, Shepard. Schwer zu glauben, dass das Rachni sein sollen. Das ist doch verrückt. Rachni.
Eine Chance, dem alten Feind zu begegnen? Unwiderstehlich. Wir wissen nicht, ob hier Rachni beteiligt sind. Wir sollen die Kundschafter finden. Also ich habe keine Anzeichen von Aktivität gesehen. Zugegeben, aber dieser Ort stinkt. Wie eine eitrige Wunde. Laut unseren Scans laufen die Tunnel an einem zentralen Punkt zusammen. Mit etwas Glück ist es ein Nest. Das könnte Spaß machen. Genau wie in alten Zeiten, Grunt. Kompanie Aralak, Abmarsch! Okay. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Wir treffen uns im Kundschafterlager. Auf jeden Fall. Gut. Nehmen Sie, was Sie brauchen und rücken Sie ab. Grunt ist wieder da. Sehr schön. Okay, was brauchen wir denn so alles? Da hatten wir auf jeden Fall irgendwo ein Lager. War das jetzt hier? Da. Ach, das ist da hinten. Da müssen wir hin. Alles klar, dann schauen wir mal da rein. Ist da vielleicht noch irgendetwas drin? Ja, da habe ich doch was gesehen. Eine Claymore. Okay, eine Schrotflinte. Brauchen wir nicht. Aber nicht schlecht. Ich mag diese Dinger nicht. Habe ich schon mehrmals erwähnt, glaube ich. So, okay, aber das war's dann auch schon hier. Dann wollen wir doch mal folgen in dieses Kundschafterlager. Und mal schauen, was uns hier auf diesem Planeten erwartet. Ob das wirklich Rachni sind? Und wenn ja, warum sind sie zurückgekommen? Es überrascht mich nicht, dass Grunt jetzt im Einsatz mitmischt. Der kleine Kerl ist erwachsen geworden. Ich bin froh, dass er da ist. So könnte man es auch sagen. Und nach Rex ist es einer der besten Kroganer, hätte ich gesagt. So, muss man hin? Müssen wir das da rein? Ah, haben wir noch was. Eine MP Großkaliberlaufe. Es ist sehr ruhig hier. Zu ruhig. Waffenmodstation, das brauchen wir jetzt nicht. Bereit, Shepard. Wir sind direkt hinter Ihnen. Alles klar. Aber wir nehmen erst noch die Ersatzteile mit. Wer weiß, wann wir Ersatzteile brauchen können. Und danach reden wir mal ganz kurz mit Grunt. Bereit zum Aufbruch? Ja, was ist denn alles passiert bei ihm? Wie war's nach dem Sieg über die Kollektoren? Ich habe die meiste Zeit auf Tuchanka verbracht und gelernt, was es heißt, ein Kroganer zu sein. In dem Labor, aus dem ich komme, bestanden die Lektionen darin, mit Übungswaffen zu kämpfen. Es hatte kein Biss, kein Gewicht. Ich brauchte Blut und Schmerz. Ich machte Fehler und lernte daraus. Okay. Das Araklak-Unternehmen? Noch was über dieses Unternehmen? Aralak bedeutet Auge des Zorns. Wir sind benannt nach der brennenden Sonne von Tuchanka. Rex hat uns aus verschiedenen Clans ausgewählt, um zu zeigen, dass wir vereint sind. Hört sich vernünftig an. Weil wir die Stärksten sind. Das hört sich sehr, sehr vernünftig an. Kroganische Kundschafter? Was ist mit dem Spätdruck geschehen? Sieht aus, als hätte etwas das halbe Lager durch ein Loch nach unten gezogen. Ihr Shuttle muss es auch erwischt haben. Sie saßen hier fest. Ist auch egal, wir sind hier, um die Rachni zu finden und auszuräuchern. Ja, wenn du schon von den Rachni anfängst. Hat Warlord Okir Ihnen bei der Erschaffung etwas über die Rachni implementiert? Okir hat dafür gesorgt, dass ich von den Rachni wusste. Sie werden als Feind respektiert. Alle dachten, sie wären tot, von den Kroganern besiegt. Sie haben bewiesen, dass das nicht stimmt. Wenn sie hier sind, befiehlt mein Blut ihren Tod. Alles klar, dann gehen wir mal. Also gut, gehen wir. Endlich. Bin hinter Ihnen, Shepard. So, dann mal hier rein. Mal sehen, was uns erwartet. Wow. Scheiße. Alle in Ordnung? Shepard! Noch in einem Stück! Sieht aus, als wären wir alle okay. Halten Sie Funkkontakt. Sind unterwegs. Huff.
Das ging jetzt ziemlich überraschend und plötzlich. Nur das 28 Schuss. Also, ja. Die Munitionskapazität von diesem Scheißding ist wirklich ziemlich gering. Okay, da sollte man vielleicht tatsächlich noch ein bisschen was dran machen. Eine Modifikation reinbauen. Weil die ist wirklich sehr gering. Vor uns ist irgendwas. Ich seh's. Ein Netz? Grant, hier liegt die Leiche eines Kundschafters. Ist schon ein paar Tage tot. Ach ja? Wer eine Waffe hat, mitnehmen. Er braucht sie nicht mehr. So kann man es natürlich auch sehen. Und er hat tatsächlich eine Waffe. Ein Firestorm. Okay. Nett. Ist das ein Netz? Sieht so aus. Ja, das sieht tatsächlich danach aus. Können wir eigentlich auch hier das ganz normale Warp nehmen? Nee, geht nicht. Das heißt, wir müssen diesen Firestorm nehmen. Ah, und wir haben natürlich mal wieder eine Lampe dabei. Sehr gut. Diese Dunkelheit macht es nicht gerade einfacher, Shepard. Stimmt. Alle bereithalten. Ja, es ist sehr, sehr dunkel hier drin. Aber das Wasser sieht cool aus, wie das leuchtet. Da geht's auch wieder zu einem Nest. Wow. Da war was. Hat das jemand gesehen? Nein. Bestätige. Okay, hier gibt's ein Nest. Eine Netz. Art Kapsel voraus. Ja, was ist das? Vorsicht. Wow. Vorsicht, wo sie hintreten. Okay. Ach, da war noch einer, Mist. Ja, sind wir jetzt bei Aliens angelangt, oder? Und ich habe mich gerade hoffnungslos verlaufen. Wo bin ich denn jetzt eigentlich genau? Also hier war das eine Netz. Da war das andere Netz. Da ist ein Netz. Und wir haben keine Anhaltspunkte, wo wir hin müssen. Und das sind noch weitere von diesen Kokons. Naja, gut. Naja, irgendwo müssen wir ja anfangen. Oh. Ja, okay. Dann sind wir doch gleich mal in eine Sackgasse gegangen. Hier sieht's auch aus, als ob es eine Sackgasse wäre. Naja, gut. Dann schauen wir noch nach dort. Auch eine Sackgasse. Ja, okay. Also dahinter waren keine Gänge oder sonst irgendwas. Das heißt, wir müssen wohl hier lang gehen. Ah, wir sind auf der anderen Seite von diesen Dings. Okay, einmal rumgegangen, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich's. Wo wir sind? Da waren wir vorhin. Hoppala. So war das eigentlich nicht gedacht. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Beachten Sie die dritte, Shepard. Reaper-Technologie. Stimmt. So. Okay, hier ist auch wieder nichts. Da geht's weiter, weil doch hier liegt auch noch was. Ah, nochmal eine neue Firestorm. Aber ich würde die erstmal noch da liegen lassen, weil unsere ist ja noch relativ voll. Aber es ist gut zu wissen, wo eine weitere ist. Diese Waffen sind ja relativ gut. Nun gut, dann müssen wir wohl
War da gerade was? Ah ne, das war nur das Licht, wo er reflektiert hat. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal Schluss und in der nächsten Folge dann weiter. Dann erkunden wir weiter diese Alien-Höhle hier. Gut, dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.